Ja, hallo und willkommen zurück bei Let's Play Minecraft Feed the Beast Light. Ich bin ja gerade dabei, hier unten den Keller ein bisschen anzufangen und umzubauen und einzubauen und hast du nicht gesehen, bis wir da soweit sind. Das dauert noch ein bisschen. Aber das heißt ja nicht, dass wir nicht vorankommen. Sandstein brauche ich jetzt erstmal, aber der Sand muss erstmal zermatscht werden. Entsprechend wird das ja noch ein bisschen dauern. Ich kann ja mal gucken, ob ich hier irgendwo Basalt habe, genau, Basalt Cobblestone, das heißt, der muss leider auch erstmal nochmal in die Schmelze. Hier haben wir noch normalen Basalt, Basalt Brick haben wir auch noch, wunderschön, aber das Zeug erstmal in die Schmelze. So. Hopp. Genau. Schmelzen geht ja eh deutlich schneller, das hier schnell rein. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal ins Bett, weil ich sehe gerade, es wird ein bisschen dunkel. You only can sleep at night. Jetzt ist jetzt aber Nacht hier, es wird dunkel draußen. Lass mich. Hallo? Jetzt. Dankeschön. So, okay. Geschlafen haben wir. Und ich denke mal, solange das hier noch durchschmilzt und so weiter und so fort, können wir nochmal ganz schnell zur Monsterfalle runter gucken, ein bisschen was noch verarbeiten und bearbeiten, was wir halt brauchen. Bisschen Dreck habe ich mit. Okay, wunderbar. Eigentlich müsste die erste Ebene von der Turtle jetzt fertig sein. Auch auf der Karte sieht es ganz gut aus. Jawohl. Was ich noch brauche. Warum heißt denn das schon wieder an hier? Ich habe das da ausgeschalten. Entschuldigt, Leute, war ein kleiner Huster dabei. Ich brauche einen Wasserspot erstmal. Das heißt, ich mache hier mal kurz einen Permaspot hin. Muss ich dann natürlich wieder abbauen. So, aber das kriegen wir ja auch hin. So, einmal so. Einmal so. Damit hätten wir hier permanentes Wasser. Einmal auffüllen und nochmal auffüllen. Damit haben wir es wieder. Hier unten muss ich noch schnell zubauen, das sollte aber kein Problem sein. Hep, hep, hep. Und ja, ich weiß, hier hinten ganz viel Zeug haben wir alles noch nicht erfahren. Das kommt, erforscht. Das kommt alles auf jeden Fall auch noch. Das gucken wir uns auf jeden Fall noch an. So, hopp, hopp, hopp. Zubauen, zubauen, wuppiduppidu. Ich werde dann wahrscheinlich hier hinten auch nochmal mit einem Fahrstuhl eine Art oder eine Art Eingangsschacht runterbasteln oder runterbuddeln lassen von der Turtle, die da hinten noch quasi den Zugang für, zu den Kisten gelegt hat. Zack, zack. Das Zeug wieder weg. Aber halt nicht gleich. So. Dann können wir erstmal hier in die Mitte. Hier kommt nämlich noch Wasser hin. Beziehungsweise hier kommen Schilder hin, weil das mit dem Wasser sonst nicht richtig klappt. So, hopp. Das ist mehr oder weniger meine Funktion. Durch die Schilder kann man ja durchgehen. Auch die Mobs kommen da problemlos durch. Insofern sollte da kein Problem entstehen. Hoffe ich mal. Ganz schwer. Ich weiß gar nicht, ob ich noch irgendwo anders Schilder brauchte. Bin mir jetzt gerade gar nicht sicher. Müssen wir gleich mal testen. Hier drüben haben wir das Teil. Also kann ich auch direkt hier drüben mal anfangen, das Wasser zu setzen. Hopp. Und hopp. Das nehmen wir nochmal hier rein. Das hier auch. Dann habe ich noch einmal Wasser übrig. Das setze ich hier hin. Hopp, hopp. Jetzt kommt gerade mein Mädel wieder reingeschlichen. Kommt zu nix hier, man kommt zu nix. Aber ich denke, die will jetzt gerade zum Schwimmen gehen. Habe ich ja, glaube ich, in der letzten Folge erzählt. Hier müssen noch Schilder hin, denke ich. Weil das so nicht ganz funktionieren wird, denke ich. Muss ich mal gucken. Jetzt, ich mache mal kurz eine Pause. Augenblick. Willkommen zurück bei Let's Play Minecraft, Leute. Ich bin's, der Black. Ich bin hier gerade am Monsterfallenebenen unten ausbauen. Ich muss noch mal gucken, wie hatte ich das mit dem Wasser geplant. Deswegen mache ich hier mal schnell ein bisschen was fertig. Halt, hier kommt noch mal Wasser hin. Hopp. So, das heißt, ich will jetzt nur gucken, ob man hier auch wirklich runtergespült wird. Blub, 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 blub. Hier wird man in die Mitte gespült. Das heißt, die Mobs kommen da auch nicht mehr raus. Klar, geht nach oben, aber trotzdem weitergespielt oder? Warte mal, ich muss erstmal den Jetpack aufleben, der ist so nervig gerade. So, ja, okay. Ich hätte den vielleicht aus. Okay, danke. Gefällt mir noch nicht so. Ich werde wahrscheinlich das hier noch ein bisschen ändern. Erstmal Jetpack wieder an, damit ich nicht irgendwelchen Mist baue. Dieses Schild ab. Dieses Schild ab. Schild ab. Schild ab. So, okay. Gucken wir mal. Vielleicht ist das ja schon ausreichend. Hier. Nö. Es spült hier zurück, weil sich hier Spot gesetzt gebildet hat. Das soll es natürlich nicht sein.
Einmal hier. Dann mache ich einfach mal hier ein Schild, mal schauen, was wird. Ja gut, dann stehen die zwar wieder hier in der Nähe, aber ne, ist halt so wild. Die werden dann schon von den restlichen Mobs runtergedrückt. So. Gefällt mir eigentlich fast besser. Und hier, damit die halt nicht wieder raushüpfen können, die Mobs. Einmal so. Einmal so. Ist jetzt nicht die optimalste Konstruktion, gebe ich ja offen zu, aber sie müsste eigentlich funktionieren. Ich bin mir fast sicher, dass die funktioniert. So, wie gesagt, von hier unten, wenn die einmal hier reingetrieben sind. Ja, so querspringen können die eigentlich nicht. Also müsste das funktionieren. Und hier oben kann ja trotzdem noch was drauf spawnen, weil hier unten drunter dürfte nicht viel sein. Hier auch. Okay, hier rüber gehen wir mal. Machen im Grundprinzip dasselbe. Wasser. Wasser. Schneebälle. Schneebälle habe ich noch keine, nehme ich mal mit. Wunderbar. Wasser holen. Flupp. Und flupp. Und Wasser. Und Wasser. Walle, manche Strecke, das zum Zwecke Wasserfliese oder so ähnlich. Ja, der Zauberlehrling. Ich kenne ihn noch. Bisschen. Dahin ein Schild. Dahin ein Schild. Hier hinten, was ist das denn? Ach so, nee, stimmt schon. Hier unten kommt das Wasser rein. Einmal. Zweimal. Hier kommt auch mal Wasser rein. Welches hier endet, genau. Machen wir gleich von der anderen Seite noch. Hopp. Irgendwas? Ach so, nee, stimmt schon. Geht ja nicht weiter. Gleich mal Wasser holen. Lalalala. Ich bewässere meine Monsterfalle und hoffe, das funktioniert. Ernsthaft? Ich habe keine Ahnung, ob das so funktioniert. Ich habe, wie gesagt, die ganze Zeit hier das nur so getestet oder diese Spawning-Ebene, auch als ich es programmiert habe, war alles nur ein Test. Und aber ob er funktioniert und nicht, das werden wir sehen, wenn sie dann steht. Am Ende haben wir hier den ganzen Mist umsonst gebaut und es geht nicht mal so, wie es sein soll. Das wäre ja doof. Das wäre ja nicht nur doof, das wäre sogar peinlich. Zumindest für mich. So. Einmal Wasser. Einmal Wasser. Zack. Diese hier nicht raushüpfe Sicherung, die baue ich dann gleich rein. Ich mache erstmal das Wasser voll. Wasser. Wasser. Hast du Wasser? Nein, hat er noch nicht. Jetzt aber. Okay. Genau. Damit kommt das bis vor. Kurz einen Überblick holen. Diese Seite ist fast voll. Da hinten fehlt es noch. Ah, siehst du? Nicht, dass wir hier die Hälfte vergessen. Was ist das denn? Eis? Willst du mich verarschen? Ist mir das Wasser eingefroren? Ist natürlich ungünstig, wenn das hier unnötig warm wird. Eine Fackel kann ich jetzt da auch nicht hinsetzen. Das wäre doof. Naja, ich hoffe mal, das passiert nicht dauerhaft. Wenn dann wäre das eh nur die hintere Ecke. Werden wir sehen. So. Gucken wir hier. Einmal Wasser hier hin. Hüpf. Und hier Wasser. Schön. Wasser holen. Ich weiß, ich matsche heute nur die ganze Zeit mit Wasser, aber es zählt nichts. Ich will hier wirklich die erste Ebene mehr oder weniger fertig haben. Das ist zwar immer noch haufenweise Arbeit, dass wir hier uns selber machen, aber ich sag mal so, schon allein das Bauen hier von der ersten Ebene, das hat uns ja die Turtle wunderbar abgenommen. Und ja, wie gesagt, es wird auf jeden Fall werden. So, hier ist... Da unten fehlt offensichtlich noch... Nee, da ist auch was. Aber was hier fehlt ist... Hopp, dieses Schild. Und dieses Schild. Okay, ah ne, hier fehlt unten beides Wasser. Alles klar, kriegen wir hin. Pfepf. Schöpf. Wie es so schön heißt. Eigentlich heißt es nicht so, aber ist ja egal jetzt. Hier fehlt es noch. Hier kommt noch welches hin. Und dann diese beiden Ecken noch. Das heißt, dann müssten wir das eigentlich haben. Einmal auffüllen. Und dann wäre die Wassergeschichte fertig. Muss ich eben nur noch die Blöcke da hinsetzen, wo keine Mobs mehr rauskommen sollten. So. Hopp, hopp, hopp. Mal von oben geguckt. Ja, sieht gut aus. Nein, sieht nicht gut aus. Da hinten ist noch was. Da hinten ist schon wieder Wasser eingefroren. Nerv mich nicht.
So, hier müssen wir mal zumachen. Das war damals der Weg nach unten. Aber den brauchen wir nicht mehr. So, hier wird man, auch wenn das Wasser ein bisschen besser aufstieft, in die Ecke getrieben. Und wird natürlich dadurch, dass man hier nicht mehr rauskommt, wenn man den Zeug hätte. Aber gut. Ich denke, daran wird es, denke ich, bei uns nicht mangeln. Dankeschön. Wird man hier drin rausgeleben. Das Schöne ist, dass ich das ja wirklich in aller Ruhe im Hellen sozusagen bauen kann, zumindest solange es hell ist. Ohne dass hier großartig was wegspawnt, beziehungsweise jetzt spawnt schon. Aber unter uns. Was eigentlich auch nicht sein sollte. Ich habe da extra ausgeleuchtet. Sowas. Naja, was soll's. Dass immer ein bisschen unten spawnt, ist klar, aber je mehr hier Spawning-Ebene ist und plus Spawnplatz, desto mehr wird hier oben. Was heißt hier oben? Hier genau. Nein! In dem Wasserspot drin spawnen. Was ist denn hier? Steinspitzhacke. Warum habe ich eigentlich eine Steinspitzhacke mit? Wann habe ich die denn mal gebaut? So. Hep, hep. Na, no, das ist doch. Das ist ja nicht mehr feierlich. Wenn man zu doof ist, irgendwie das hinzusetzen, muss man natürlich auch nochmal Wasser holen. Mensch. Hopp. Hopp. Ich fülle gleich alle vier Eimer nochmal auf. Was soll's. Hopp. Und hier nochmal. Plop. Plop. Genau. Plop. Plop. Nochmal gucken. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hier in der Mitte kann eigentlich nichts passieren, weil das ist eh schon relativ tief unten. Da dürfte nichts sein. Müsste so hinhauen. Jetzt müsste es halt nur mal zum Testen irgendwas bohren. Dazu durfte ich aber nicht mehr hier rumstehen, denke ich. Entsprechend baue ich hier mal kurz das Wasser weg. Lalalalalalalala. Alles mitnehmen, alles mitnehmen, alles meins. So. Okay. Jetzt könnt ihr hier unten spawnen, Leute. Viel Spaß. Ich hoffe, das klappt. Irgendwie in den Ecken steht viel. Warum auch immer in den Ecken. Naja. Oh, guck mal einer an. Habt ihr gesehen? Da unten sind Viecher. Da sind Viecher. Und die, ich habe kein Optifine drin, ne? Nein, schade. Und die, ich kann ja noch ein Stück runter gehen. Und die werden in Richtung Dings getrieben. Schön, schön. Sind noch nicht viele Viecher. Aber es hat geklappt. Und der eine kam auch hier durch und ist hier runter gehüpft. Schön. Das da unten, was da aufgeleuchtet ist, das könnte natürlich hier die Falle gewesen sein, also diese Aussortierungsmaschine. Und theoretisch muss dann das Viech dann irgendwann hier den Weg hochkommen. Vorausgesetzt, das funktioniert so, wie es soll. Aber eigentlich kann ich mir nicht vorstellen, dass es nicht funktioniert. Ich kann ja eigentlich, glaube ich, hier reingucken, aber ich sehe nichts. Ich hoffe mal, das funktioniert. Ich will, dass es funktioniert. Lass es funktionieren, lieber Gott. Das Einzige, was noch sein könnte, ist halt, dass da unten, ja, wie gesagt, diese Ersauf-Ebene für die Schleime stört. Wisst ihr, was ich meine? Dass ich da unten eventuell nochmal zubauen muss. Werden wir gleich sehen. Wenn ja, wird es sicher passieren. Oh, da hinten ist schon wieder das Wasser weggefroren. Ach, Manu. Ist scheiße, wenn es so kalt ist. Also, Regel 1, baue niemals eine Monsterfalle in eine Tiefkühlebene. Mist. So. Kommt hier nichts an. Ich gehe mal runter gucken. Oh, hopp. Hier runter. Weil wenn das so ist, dass das da hinten deswegen nicht funktioniert, naja, dann bauen wir es halt zu. Ich habe da absolut kein Problem mit. So, hier. Hier sind sie schon mal nicht. Also wird es wahrscheinlich sein, dass die hier unten abgesoffen sind. Was doof ist. So, ich guck mal, ob das jetzt funktioniert. Und hoffe, komme ich hier wieder raus. Ja, da oben halt, ne? Das ist jetzt gerade ungünstig. Nicht dahin. Ja, dahin. Das ist auch ungünstig. Aber ja, Glas habe ich ja mit. Ich hoffe mal, das funktioniert jetzt. Hopp und hopp.
Wenn nicht, wär's doof. Menu. Aber müsste eigentlich. Bin ich eigentlich guter Dinge. Klar, mit einer Ebene wird die Monsterfalle noch nicht so extrem ja, nützlich sein. Da muss schon noch ein bisschen mehr her. Aber es wird schon funktionieren, denke ich mir. Bin ich mir 100 sicher. 100 sicher. Vor allem 100 sicher. 100%ig sicher. Ich muss jetzt aber erst einmal ins Bettchen gehen und die Folge beenden. Es freut mich nämlich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal. Bis denn. Tschüss.